Alles klar. Verdammt, da war es schon wieder. Nun gut, dann machen wir weiter mit unserem kleinen Stollen hier. Ja, 1, 2, 3, 4. Stimmt das denn? 1, 2, 3, 4 und noch ein. Genau. So, jetzt kann ich ja schon mal die Fackeln zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, für den Rückweg, oder meinetwegen, man kann auch ein Stück noch hier rüber und dann zurück, bräuchte man nochmal 6 Fackeln. Ja, das ist in Ordnung. 14 habe ich noch. Also ich brauche jetzt noch 6. Gut, da kann man noch ein bisschen weiter in die Richtung graben. Das ist die 1. Ach, wunderbar. So, jetzt 1, 2, 3. Und wieder. Der letzte. Man hört hier Schafe rumlaufen, also wirklich tief kann das hier nicht sein. Immerhin tief genug, um Eisenerz zu finden. Mal ein bisschen in die Ecke gucken. Da ist nichts mehr. Das war's schon. So. Schade. Auf und weiter geht es. Da hört man wieder mal ein Monster. Das habe ich wieder vergessen, wie viel die Fackel das ist. Das müsste die 9. sein. Also noch eine und dann kann man mal an den Rückweg denken, sozusagen. Na, hier ist das Eisen in der Decke. Jede Menge. Großartig. Also ein bisschen hoffen, dass da nichts runterfällt, wenn man hier buddelt. Aber das sieht doch gut aus. So, jetzt habe ich das eingesammelt. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Jetzt fülle ich das wieder auf. Das ist natürlich nicht wirklich nötig, was ich hier mache, aber ich mache das halt einfach so und ja. Damit muss man dann beim Zuschauen leben. Okay, dann quasi noch einmal in die Richtung. Jawohl. Gleichzeitig reden und zählen ist nicht so einfach. Also keine Angst, ich werde nicht für die Rohstoffsuche immer solche Tunnel anlegen. Ich werde also auch irgendwann einfach mal ins Umland streifen und mir eine schöne Höhle suchen. Vielleicht finden wir ja auch beim Graben irgendwie eine coole Höhle, die wir dann in einer der kommenden Episoden dann einfach mal erkunden können, ohne systematisch irgendwelche Stollen zu graben. Aber jetzt ging es mir einfach darum, dass ich zügig Rohstoffe finde. Und wie man sieht, hat die Methode schon so ihre Vorteile. In der Systematik habe ich das natürlich in meiner Versuchswelt sozusagen ausprobiert. Und war da schon relativ erfolgreich mit. Das heißt, man findet wirklich relativ zügig Rohstoffe. Und da habe ich sogar eine Höhle entdeckt. Schauen, ob das hier auch funktioniert. Und zwar eine ziemlich große. So, dann fülle ich das jetzt mal wieder auf hier. Praktisch an dem Auffüllen ist, dass eben die Hohlräume nicht so groß sind, dass da Monster spawnen können. Also es gibt, glaube ich, eine gewisse Größe. Ich weiß nicht, ob die Höhe 2 oder 3 ist. Also ab gewissen Ausmaßen und einem gewissen Lichtlevel spawnen eben in diesen Hohlräumen auch Monster, und das will ich ja nicht. Gut, man könnte natürlich das so verschließen, dass es dicht ist, dass da quasi nichts durchfällt, aber naja.
Alles klar, jetzt habe ich hier quasi das Ende erstmal meines Stollens erreicht. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viele Fackeln das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach komm, da grabe ich noch einmal 5 Felder weiter. Obwohl, ich brauche noch eine Fackel für die Ecke. Na, das ist schon gut so. Jetzt grabe ich hier trotzdem noch mal einen weiter. Und dann habe ich hier um die Ecke. Okay. Okay. Ich könnte natürlich jetzt schon nach 2 Feldern in der Breite zurückgraben. Nee, ich mach das aber. 3. Warum? Weil es einfach cooler ist für die Lampe. Das ist der einzige Grund. Und ich meine, dass man dann nicht wirklich diese beiden Felder sieht, das. Also, man hat dann quasi, wenn ich das jetzt so, wenn ich die Breite so mache, wie ich sie jetzt mache, entgeht einem quasi diese mittlere Reihe. Man sieht nicht, ob da dann doch irgendwelche Rohstoffe versteckt sind. Jetzt versteht man wahrscheinlich besser, was ich meine. Als hätte ich nur 2 breit gegraben und dann hier zurück, dann hätte ich halt genau diese Rückseite gesehen. Auf dem Hinweg diese Seite. Ja. Und jetzt entgeht mir halt die mittlere Reihe. Aber damit kann ich leben. Gut, dann kommt hier eine der Rückwegfackeln. Die mache ich auch einfach mal an die rechte Seite. So. Und jetzt geht es nach dem gleichen Schema zurück. Und Nummer 5. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und jetzt sehe ich halt, ob da irgendwelche Sachen versteckt sind. Oben natürlich, unten im Fußboden oder auf dieser Seite. Ja, etwas monoton die Arbeit. Aber es hat uns ja schon ein bisschen was gebracht. Zumindest diesen Stollen werde ich jetzt hier noch durchziehen. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem gefundenen Material anfangen. Oh, hier ist jetzt Erde. Hm. Na gut. 4. Das müsste der 5. sein. Seefackel. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Ah, hier geht's dann wieder mit Feld so weiter. Man könnte die ganze Mine natürlich auch anders anlegen. Ich hätte mich zum Beispiel erstmal runtergraben können bis auf die letzte Ebene. Das ist ja diese Bedrock-Ebene, also Stein, durch den man dann nicht durchkommt. Und dann weiß man ja exakt quasi, in welcher Tiefe man ist, nämlich auf dem allerletzten Tiefe-Level. Und auf den verschiedenen Fanseiten oder zum Beispiel im Minecraft-Wiki gibt es halt die Möglichkeit nachzuschauen, welche Rohstoffe in welchen tiefen Ebenen vorkommen können. Und dann hätte man quasi gezielt einfach zählen können, so und so viel nach oben. Das heißt, man weiß wieder, in welcher Tiefe man ist. Und dann geht man da halt links und rechts und legt Stollen an, damit man halt genau die Rohstoffe findet, die man quasi sucht. Aber ich brauche jetzt erstmal einfach Kohle und Eisen und die gibt es schon in relativ geringer Tiefe. Das sind 2. Das wäre dann 3. Der 5. Okay. Was man nach solchen Aktionen immer viel hat, ist Stein. Na, der Stollen hier ist irgendwie nicht so ergiebig. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir noch 3. Mal schauen, ob wir das in dieser Episode noch schaffen. Nichts gefunden. Und die Spitzhacke. Naja, so zur Hälfte aufgebraucht ist sie auch schon. Was natürlich schlecht ist, so beim Stollenbuddeln, ist, dass wenn man irgendwie eine Wasserader trifft und alles voller Wasser läuft, das kann natürlich relativ fix zu Todesfalle werden. Und natürlich auch Abschnitte, wo Kies oder Sand eben vorkommen, weil das ist dann auch immer so eine Sache, ob man das dann überhaupt wegbekommt und wie viel dann quasi nachfließt von oben. So, noch einmal und dann können wir noch rechts gehen. Ah. Tatsächlich im letzten Abschnitt des Stollens noch Kohle gefunden. Wunderbar. Die werde ich dann natürlich auch rausholen. Wow. Das ist ja mal wieder ein richtig großer Block. Wenn mir natürlich die Spitzhacke ausgeht, ist das eher schlecht. Okay, dann kann ich das jetzt hier auch wieder auffüllen. So. Alles klar. Und der Fußboden noch. Jawohl, jetzt müsste ich nach rechts graben. Das heißt hier noch einen weiter. Und dann auch hier. Und jetzt müsste ich theoretisch mit dem nächsten Schlag hier rauskommen. Ah! Tada! Das ist Bergmanns Kunst in Vollendung. Und die letzte Fackel. Ja, großartig. Hier habe ich jetzt also quasi zwei Stollen. Super. Dann werde ich mal die Beute quasi ins Lager schaffen. Gut. Also hier muss definitiv irgendwie eine Falltür hin. Dann, bevor die Episode zu Ende ist, noch schnell mal hier das Zeug deponieren. Also die ganzen Steine, die wir beim Graben gefunden haben, können wir hier lassen. Das lasse ich mal hier so. Und das lasse ich auch mal, das nehme ich mal mit, das können wir gleich in den Ofen schmeißen. Die Dinge aus den Mods lasse ich auch mal hier liegen. Und die Kohle brauche ich natürlich auch, um Eisen herzustellen. Und jede Menge Dreck habe ich hier noch. Auch vom Buddeln wahrscheinlich. Genau, dann schmeiße ich das hier noch schnell in den Ofen. Aber nicht den Sand, sondern das Metall. Und das war's dann für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.